Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Marvis-Video. Das Thema heute wird die Installation und die ersten Schritte der Inbetriebnahme sein. Zuerst erkläre ich die einzelnen Teile, die benötigt werden, um den Marvis an einem PKW zu befestigen. Wir haben hier die Schutzverkleidung. Mit der Schutzverkleidung kommen auch die zwei Klemmbügel und die vier Befestigungsschrauben. Dann haben wir die magnetische Fahrzeughalterung mit den zwei Magnethaltern hier und das Befestigungsband. Wir haben hier noch ein Anschlusskabel, das ist auch noch ein extra Teil. Da haben wir dann hier den Zigarettenstecker, um das Gerät mit Strom zu versorgen, und auch hier noch den Stecker für den Marvis direkt. Die Befestigungen der Halterung sind wie folgt. Wir brauchen einen Schraubenzieher, so einen dieser Art zum Beispiel. Wir brauchen einen Imbusschlüssel, Größe 4. Und hier so einen Schraubenschlüssel, Größe 13. Grundsätzlich ist es so, desto weiter der Abstand zwischen den zwei Magnethalten, desto besser hält die Halterung am Fahrzeug. Zuerst müssen wir den Magnethalter hier zusammenbauen mit den Schrauben. Das heißt, wir setzen hier die Schraube ein und befestigen die Mutter hier an den Magnethalter. Dann setze ich das komplette Konstrukt hier ein und ziehe das Ganze, den Magnethalter hier mit dem 13er Schlüssel an. Nun fixieren wir den zweiten Magnethalter, genau gleich. Einfach einsetzen und ganz leicht mit der Hand festdrehen und zum Schluss mit dem 13er Schraubenschlüssel fixieren. Der nächste Schritt ist die Befestigung des Marvis an die Schutzverkleidung. Wir setzen den Marvis hier auf. Nehmen einen Bügel, einen Klemmbügel, befestigen auf der einen Seite mit dem Schraubenzieher und auf der anderen Seite genauso. Das Ganze auch für den zweiten Bügel. Bevor man dann die Schutzverkleidung mit dem Marvis an die magnetische Fahrzeughalterung befestigt, muss man darauf achten, dass die Magnethalter natürlich in der richtigen Position sind. Das heißt, genauso wie es jetzt im Video zu sehen ist, die Magnethalter müssen nach unten zeigen und der Marvis muss dementsprechend so installiert werden. Ansonsten passt es nicht. Dann nimmt man hier eine Schraube. Wie gesagt, das Werkzeug ist ein Imbus 4 und fixiert die Schraube auch darauf achten, dass der Abstand so gewählt wird, dass es natürlich nach unten zeigt. Dann das Gerät auf das Dach installieren. Wichtig vielleicht noch zu sagen, man sollte diesen Magnethalter nicht mittig aufs Dach setzen, da wir wegen der Mittigkeit dann unter Umständen Probleme mit den Streifen kriegen, mit den Fahrbahnstreifen. Wir wollen ja nicht die Fahrbahnstreifen messen, sondern die Oberfläche. Das heißt, wir schließen dann auch noch den Marvis an. Auf der Marvis-Seite hier den Stecker einfach hier verbinden, natürlich festdrehen. Und als nächsten Schritt die Leitung ins Fahrzeug legen. Das kann man entweder über den Gepäcköffner oder über Gepäcktüre machen oder natürlich über die normale Tür. Nun stecken wir den Zigarettenanzünderstecker natürlich im Zigarettenanschluss. Damit der magnetische Fahrzeughalter TÜV-konform installiert werden kann, müssen wir durch diese Öse noch dieses Sicherungsband befestigen und am Auto durchs Auto ziehen. So, als nächstes verbinden wir den installierten Marvis am Fahrzeug mit der iPad-App. Der erste Schritt, den wir da machen müssen, ist auf jeden Fall mal das Pairen, das Verbinden via Bluetooth zwischen dem Marvis-Gerät und zwischen dem iPad. Das macht man unter den Standardeinstellungen auf dem iPad. Da klickt man auf Einstellungen. Dann gibt es hier einen Tab, der heißt Bluetooth.
Dort klicke ich drauf. Normalerweise wird das Gerät automatisch gefunden und es wird nach einer PIN gefragt. Die PIN für jeden Marvis ist 1007. Sobald ich die eingegeben habe, versucht das iPad, sich mit dem Marvis zu verbinden. Hier, jetzt ist er schon verbunden, da kriegt man dann auch die Information verbunden. Dann kann man diese Einstellungen schließen. Starten jetzt die Marvis-App, die man im iTunes runterladen kann. Dann sieht man hier unten schon das kleine Icon, dass im Prinzip der Marvis mit dem iPad verbunden ist über Bluetooth. Wir gehen auf Einstellungen. Und jetzt gibt es dort die Sensorkanäle, die sind noch nicht angelegt. Um diese anzulegen, klicken wir hier auf das kleine Plus. Dann fragt er uns, Sensorkanäle hinzufügen. Dann gibt es sowas wie ein Template, das heißt, man kann Standardkanäle zufügen. Das macht dann die App automatisch, wenn man hier auf Hinzufügen drückt. Und jetzt werden die normalen Standardkanäle wie Straßentemperatur, Taupunkt, Wasserfilmhöhe, Eisprozent, Reibung und Straßenzustand schon angelegt. Trotzdem müssen wir als nächsten Step noch die Kalibrierung vorher durchführen, damit die Werte auch wirklich stimmen. Um das zu machen, klicken wir hier auf das i. Hier haben wir dann unseren Marvis mit der Seriennummer und allem drum und dran. Dann klicken wir hier auf den Pfeil und jetzt ist man im Konfigurationsmenü. Hier auf der linken Seite hat man Standardparameter, die man ändern kann. Die sind aber eigentlich schon richtig eingestellt, das heißt, man muss da eigentlich nichts machen. Und hier hat man das Abgleichmenü auf der rechten Seite. Man kann 6 Profile anlegen. Wir legen jetzt mal ein Profil an. Da gehen wir dann hier auf Abgleich, das ist die Profil-ID 1, dann gibt man dem Ganzen einen Namen. Normalerweise empfehlen wir zum Beispiel, das Kennzeichen des Fahrzeugs dort zu verwenden. Ja. Zum Beispiel, so, dann hat es hier eine kleine Checkliste, was man alles beachten muss, bevor man die Kalibrierung durchführt. Und wenn man dann hier auf Überschreiben geht, wird die Kalibrierung am Auto durchgeführt. Wird man immer gefragt, ob man das wirklich machen möchte, dann klickt man auf OK und schon geht der Kalibriervorgang los. Kalibrierung wurde durchgeführt, der Haken ist hier gesetzt, dann kann man wieder auf UMB-Geräte gehen, da wird man nochmal gefragt, ja, dann auf Sensorkanäle und dann auf die Hauptseite. Und jetzt sollte sich dann der Marvis verbinden, man hat hier die Karte. Das dauert ein bisschen, weil der nämlich natürlich neu startet. Hier wird jetzt auch nach der Firmware gefragt. Es gibt ein Auto-Update für die Firmware, das brauchen wir jetzt nicht. Und man hat hier auf der linken Seite jetzt die aktuellen Werte und man hat auf der rechten Seite die Karte. Ich möchte mich jetzt bedanken. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß in diesem schönen Video wie ich und ich freue mich, Sie nächstes Mal auch wieder auf der Luftseite und bei einem neuen Luftvideo zu sehen. Tschüss!